Möchtest du deine Darmhirnachse stärken und für einen gesunden Darm sorgen? Weißt du überhaupt, was die Darmhirnachse ist? Ich bin Claire und erklär's dir. Unsere Darmhirnachse ist die Verbindung zwischen Darm und Gehirn, vor allem mittels einer Vielzahl an Nervenzellen. Tatsächlich kann dein Darm sogar deine Stimmung und deine Gehirngesundheit beeinflussen. Und andersrum genauso. Mehr dazu, was die Darmhirnachse ist, erfährst du in Teil 1 des Reels. Jetzt aber zu meinen Tipps, um die Darmhirnachse zu stärken. Nummer 1. Gib deinen Darmbakterien Nahrung. Deine Darmbakterien ernähren sich anders als du. Sie bevorzugen die für dich unverdaulichen Ballast- und Bitterstoffe. Ordentliche Portionen Bitterstoffe und Ballaststoffe sind daher wichtig für dein Darmmilieu. Tipp Nummer 2. Aktiviere dein Parasympathikus. Dein Parasympathikus, umgangssprachlich auch als Rest- und Digest-System bezeichnet, ist wichtig für normale Verdauung und Ruhe. Stress und ein übermäßig aktiviertes Adrenalinsystem kann zu einer Verschlechterung deiner Darmgesundheit führen und deine Stimmung beeinträchtigen. Entspanne hierfür aktiv. Probier es beispielsweise mal mit Atemübungen. Hast du Fragen? Stell sie uns in den Kommentaren. Bis bald!